Hallo und herzlich willkommen in meinem neuen Workshop-Haus. Heute mache ich mein allererstes Video, das ich dann auf YouTube stellen möchte. Dieses Mal habe ich mir eine Technik ausgesucht, die im Moment überall zu sehen ist, aber hauptsächlich mit Buchstaben und Zahlen gemacht wird. Ich habe jetzt mal eine normale Variation mit Herzen gemacht und möchte euch zeigen, wie diese Karte gestaltet wird. Ich hoffe, es ist okay so und ihr könnt erkennen, was ich mache. Ich habe dazu das Stempelset Heart Happiness genommen. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen. Dazu dann die Sinlets Schachteln voller Liebe. Da brauchen wir eigentlich nur das Herz raus. Das stanzen wir nachher aus. Als Farben habe ich zarte Pflaume. Flamingo Rot und Kirschblüte. Für den Spruch habe ich das Stempelkissen Anthrazitgrau genommen. Anfangen tun wir mit der Grundkarte, die ich zugeschnitten habe. Das ist ein halbes DIN A4 Blatt. In 21 breit mal 14,9 und gefalzt bei 10,5. Das ist die Grundkarte. Dann habe ich zugeschnitten ein in zarte Pflaume, das Hintergrundpapier, in 9,5 mal 13,9 und extra starken Farbkarton in 9 mal 13,4. Den Farbkarton brauchen wir jetzt auch. Als erstes stempel ich den Spruch unten. Leider ist bei dem Stempelset Heart Happiness kein Spruch dabei. Somit habe ich den Spruch von einem anderen Stempelset genommen. Welchen ihr nehmt, ist eigentlich ganz egal. So. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Ja, kann man. Das ist okay. Wichtig, Stempelkissen immer wieder zumachen. Dann fange ich an mit zarte Pflaume und dem großen Stempel, dem großen Herz. Ganz wichtig, wenn ihr Stempel neu in Benutzung nehmt, dann bitte einmal sauber machen über Stempelkissen. Es kann sein, dass da immer noch was auf der Oberfläche ist und die Farbe haftet nicht. Das hatte ich bei meinem ersten Stempel. Ihr seht, die sind schön saftig. Und daher wird auch sauber abgestempelt. Voilà, das Ergebnis, sehr schön. Und wichtig, sauber machen. Stempelkissen zu. War klar, Vorführeffekt. So, dann nehmen wir Flamingo Rot. Da habe ich den Set-Stempel mit Streifen. Auch dieses Stempelkissen ist sehr saftig. Ja, das war's. Und jetzt kommt Kirschblüte. Das ist der kleine Stempel, den kann man dann setzen, nur als Highlight, ein bisschen Deko.
Gut, das reicht schon. Säuberungskissen brauchen wir nicht mehr. So. Jetzt brauchen wir die Big Shot. Ich habe die Magnetkarte drauf und brauche das Herz zum Stanzen. Und Nummer 2 mache ich ein bisschen höher, damit der Spruch heile bleibt. Wichtig ist, die Acrylplatten immer zu drehen einmal. Umso länger halten sie. Gut, das war die Big Shot, brauchen wir nicht mehr. Das zweite Herz. So. Jetzt kleben wir erstmal alles auf. Flüssigkleber ist in solchen Sachen immer sehr schön, weil man kann es immer noch ein bisschen schieben. Denn viele sind noch nicht so sicher mit der Mattung. Das kommt dann hier auf. Ich verwende gerne den Flüssigkleber, weil der sehr, sehr ergiebig ist. Wichtig ist immer wieder zumachen. Grundkarte ist fertig. So sieht sie jetzt aus. Jetzt fehlen noch die Herzen. Dazu nehmen wir die Dimensionals, sollte ich sie finden. Ach da. Ich nehme hier die großen für. Auf jedem Herz 3 reicht völlig aus. Und dann wird das einfach nur oben drauf gesetzt. Ob ihr das nur ein bisschen versetzt macht, das ist euch überlassen, was eigentlich auch sehr schön aussieht. Bei meiner ersten habe ich es nicht versetzt gemacht, aber bei dieser werde ich es wohl mal machen. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Jetzt kommt noch ein bisschen Deko drauf. Um diese gestreiften Herzen ein bisschen besser zu erkennen, gehe ich da noch mal mit dem Wink of Stella rüber. Dann fällt das sofort auf, dass da Streifen sind. Dass da noch ein anderes Herz über das Dunkle überweg ist. Auch der Wink of Stella ist sehr, sehr, sehr ergiebig. Da kommt man ganz, ganz lange mit aus. Ich gebe seit über einem Jahr Workshops und das ist bisher der zweite, den ich da gebraucht habe. Und wir brauchen den sehr viel. Ich hoffe, das kommt gleich so einigermaßen rüber. Aber diese Technik ist richtig toll.
und man braucht auch nicht viel. Ihr seht, das war's schon. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Ich schätze mal eher nicht. Mal gucken, ob ich dann nachher doch, jetzt sieht man das so ein bisschen. So, und jetzt kommt noch ein bisschen Deko an Perlen. Die sind natürlich wieder woanders. Aber hier haben wir sie. Gerade bei Herzen sind, finde ich, Perlen immer sehr schön. Da muss nicht immer mit Bling Bling sein. So, jetzt machen wir noch mal was unten. Und das war's. Fertig ist die Karte. Ich hoffe, euch gefällt die und mein erstes Video hat euch auch einigermaßen gefallen, auch wenn es ein bisschen holprig war. Und trotzdem würde ich mich freuen über einen Daumen hoch und bis zum nächsten Mal. Dankeschön!